War's kurz on, dann wieder off. Ja, ich hab's gemerkt. Warum auch immer. PS4 hat gerade gesagt Serverabbruch. Warum auch immer das passieren sollte. Aber egal. Werbung? Na, natürlich. Ich will mal kurz in die Kapitelauswahl so lange schauen. Wie viel nichts, wenn die Werbung buffert. Also bei mir läuft's flüssig und sollte es auch laufen. Ich kann natürlich etwas anderes probieren, damit es nicht mehr buffert, dann müsste ich einfach die PlayStation von meiner Capture Card abschließen. Ich glaube, das werde ich auch kurz machen, das dauert ja nicht so lange. Eine kleine Sekunde bitte, ich kann mich leider schlecht muten, ne? Deswegen mache ich das einfach so. Das Kabel muss in den Fernseher rein. Jetzt sehe ich was. Du siehst was, das ist gut. Buffert's oder regnet's? Und der Ingame-Sound ist viel zu laut. Das Verrückte ist gerade, ich habe gerade den Ingame-Sound. Hallo LP, schön, dass du da bist. Kann ich endlich mal die Begrüßung machen, ohne dass irgendwelche Probleme sind? So, jetzt aber endlich mal. Komm zum heutigen Stream. Wir machen den letzten Teil von Heavy Rain, weil viel wird es wahrscheinlich nicht mehr sein. Einfach im Hauptmenü Ingame-Musik unterstellen. Stimmt, das kann ich auch machen. Optionen, Audio auf 80 vielleicht mal. Ich probiere es mal mit 90, dann sehen wir mal weiter. Das ist so klein. 90. Zack. Besser? Also bei mir ist das jedenfalls irgendwie gleich auf den Ohren. Ich weiß es nicht. Na egal. Hallo? Nochmals hallo, ich bin wieder mal verpeilt, na egal. Ich glaube, ich klicke erstmal auf Fortfahren. Wie schon gesagt, wir machen heute den letzten Teil von Heavy Rain fertig und danach machen wir noch was anderes. Höre auch keinen Unterschied. Ja, werden wir gleich. Das Hauptmenü hat oder so einen eigenen Sound. Ohren. So. Was wollte ich gerade sagen? Oh wow. 2 Sekunden und ich weiß nicht, was ich sagen sollte. Ich wollte gerade sagen, mein Tag war ganz. Okay, vielleicht hat der ein oder andere auf Twitter schon gesehen. Ich habe Jack und Dexter 1 weitergespielt. Hallo, Auf ich suche das 100%. Zimmer von Anne Shepard. Letztes Mal entschieden, dass diese Datei viel zu Gehören lange Sie zur dauern würde. Familie? Und es war eine gute Entscheidung. Ja, das könnte man sagen. Oh, sie freut sich bestimmt über Besuch. Bis jetzt war noch nie jemand da. Sie hat Alzheimer, sie erinnert sich kaum noch an etwas. Aber sie wird sich freuen, bestimmt. Also wenn kaum jemand Zimmer da. 19, am Ende des Gangs. Ja. Danke. Wenn keiner da war dann und sie Alzheimer hat, dann macht das doch so oder so kaum einen Unterschied, weil die Frau würde sich so oder so nicht erinnern können, ob jemand da war oder nicht. Sehr schade. Und ich starte gerade mein Internet neu, das geht gar nicht gerade bei mir. Mach ruhig weiter. Okay, ich mach so lange weiter. Wie sieht's bei dir aus, LP? Buffert's bei dir? Weil sonst habe ich das, sonst befürchte ich, dass die Server. Zimmer 19, wurde gesagt, am Ende des Gangs. Zum Thema Alzheimer, ich habe tatsächlich jemanden in der Familie, der Alzheimer hat, und es ist irgendwie nichts so toll, weil du musst überlegen, jeden Tag erlebt diese Person eben wirklich den Tag so, als würde sie, nun ja, als würde sie den letzten Tag nicht erlebt haben. Und stell dir mal vor, wie das für Angehörige ist, wenn man dich auf einmal nicht mehr wiedererkennt. Das ist grausam, sehr grausam. Also Alzheimer ist echt nicht schön. Das ist Zimmer 19. Ist bad, ist bad. Wird so gleich wieder da sein. Aber wie geht's dir so, LP? Und auch Hallo, Sid, wenn Mrs. er wieder da Shepard. ist. Ist es denn schon Zeit für die Tabletten? Ich habe keine Tabletten. Nein, Mrs. Shepard, ich. Meine Tabletten kommen nie pünktlich. Ich weiß nicht, was die hier machen. Im anderen Krankenhaus waren sie immer pünktlich. Aber hier? Vorstellen erstmal. Ich heiße Madison Page. Ich bin Journalistin. Ich hätte da ein paar Fragen zu Ihrem Sohn. Test bestanden. Ich bin überhaupt nicht gerne hier. Das Essen ist nicht besonders gut. Ja, genau, das Essen ist nicht gut. Bestanden, ja. Funktioniert's jetzt? Pflegeeltern. Erinnern Sie sich, Mrs. Shepard?
Wissen Sie noch, dass Johns Zwillingsbruder nach dem Unfall zu Pflegeeltern kam? Wie hieß die Pflegefamilie? Ich wollte einen Fernseher haben für mich. Sie sagten, das Geld reicht nicht. Okay, ich sehe LP nicht. Was? Ich liebe es, Fernsehen zu schauen. Was ist eigentlich? Twitch-Chat funktioniert mal wieder prima. Ja, ganz toll. Carnaby Square? Damals der Unfall am Carnaby Square. Erinnern Sie sich? Carnaby Square? Da habe ich mal vor langer Zeit gewohnt. Wir hatten damals nicht viel Geld, wissen Sie? Wir mussten mit sehr wenig auskommen. Johns Bruder. Ihr einer Sohn hieß John und der hatte einen Zwillingsbruder. Haben Sie die Tabletten? Nein. Es ist Zeit für meine Tabletten. Ich habe nicht Ihre Tabletten. Zweiter Ihr Sohn. Ihr zweiter Sohn, Mrs. Shepherd. Johns Zwillingsbruder. Wie ist sein Name? Zweiter Sohn? Ich habe gar keinen Sohn. Ich hatte niemals Kinder. Ach du Schande. Sohn schuldig? Ihr Sohn hat Probleme, Mrs. Shepherd. Er hat schlimme Dinge getan. Ich muss ihn finden. Verstehen Sie das? Schlimme Dinge, haben Sie gesagt? Er hat mich nie besucht, wissen Sie? In 10 Jahren, nie. Du könntest dich aber auch nicht dran erinnern. Man vergisst doch seine Alzheimer. Mutter nicht, oder? Nein, tut man normalerweise nicht. Aber du hast Alzheimer, du hast eher ihn vergessen als andersrum. Ihr Sohn hieß John? Mein Johnny. Ah, du hast frei, LP, das ist schön. Guter Junge. Und bei Sid Buffards auch nicht mehr, das ist ganz toll. Perfekt. Mrs. Shepherd, Ihr Sohn ist vielleicht in Mordfälle verwickelt. Und ich sehe die LP im Chat. Perfekt, besser geht's nicht. Weiterhilft. Sind Sie die Schwester? Wo sind die Tabletten? Ich habe keine Tabletten. Draußen standen Blumen, soweit ich weiß. Ich glaube, die könnten dir vielleicht weiterhelfen. Die wollte ich jetzt oder so gleich mit wissen. Vielleicht sind das ja Orchideen. Und Orchideen könnten vielleicht Erinnerungen wachrütteln. Ja, ich weiß, Gedächtnis. Wo standen die Blumen? Jedenfalls, kennt ihr das auch, wenn ihr euch an etwas nicht erinnert und dann seht hier irgendeinen Gegenstand, mit dem ihr irgendein Ereignis verbindet sozusagen und dann erinnert euch wieder dran? Ich glaube, sowas Ähnliches habe ich zum Teil, wenn man ein Stichwort fallen lässt. Ist das Zimmer 19? Nein, das ist Zimmer 17. Kennt ihr das, wenn ihr euch an etwas gar nichts erinnert, dann sagt man euch so ein Stichwort, wie zum Beispiel eine Person, die dabei war, und dann sagt ihr, ah ja, das war dann und dann. So geht's mir jedenfalls öfters. Ich habe jetzt kein gutes Beispiel, aber ich würde sagen, das kennt wahrscheinlich... Also ich kenn's jedenfalls, kennt ihr das auch? Meine Söhne haben sie sehr geliebt. Wir pflanzten sie im Hof. Als John starb, legte ich Orchideen auf sein... Hallo Mappy1000 und willkommen im Chat. Was ist eigentlich hier unten? Nichts? Und da oben in der Schublade? Wieso schaust du eigentlich erst jetzt in die Schubladen rein? Gut, im Ältesten. Das ist ein Foto, oder? Sind das okay. Ihre Kinder, hi Mappy. Und willkommen John im Stream. Und sein Bruder? Sind sie das? Sie sind gute Jungs. Ihr Vater hat sich nie um sie gekümmert. Immer war er betrunken. Jetzt wissen wir schon, dass wir richtig sind. Es wirklich nicht leicht. Kannst du mir jetzt den Namen des Sohns bitte sagen? Der ist wichtig. Brauchst du was an? Ich kann mich zu ihr hinsetzen. Ah, da ist ein Buch mit einem Origami-Blatt. Der Kranich. Dann mal basteln wir mal ein Origami-Blatt. Zack. Ach du Schande. Wieder mal 5 Tasten gleichzeitig drücken. Hey, es hat sogar funktioniert. Ist das nicht ein schöner Kranich? Ich mag Origami. Das ist nicht meine Lieblingsfigur. Das ist nicht meine Lieblingsfigur, ne. Meine Güte. Du solltest eigentlich umblättern. Leichten Origami kann ich vielleicht sogar noch. Aber nur ganz leichtes Origami. Eben das, was man öfters mal als Kind gemacht hat. Habt ihr das auch immer gemacht? Also,
Ich hatte das gerne mit meiner Mutter immer gemacht, so ein bisschen Origami-Figuren. Wie zum Beispiel so. Ich hasse es. Ich mag Origami. Ja, ich weiß, du magst Origami. Ich habe gerade andere Probleme, gute Frau. Ich habe nie Origami-Figuren selbst gebastelt. Das Problem ist bloß, ihr seht gerade nichts. Ich weiß nicht, warum ihr gerade nichts seht, aber ihr seht gerade nichts. Verdammt nochmal, verdammt nochmal, verdammt nochmal. Nicht heute, Internet. Warum? Muss das sein? Ich hab's nicht hinbekommen, weil ich für sowas zu ungeduldig bin. Ja, man braucht viel Geduld für Origami. Hat man, glaube ich, als Kind ein bisschen mehr als heutzutage. Nach Mist. Ich kann gerade das Bild nicht übertragen, warum auch immer. Weil da gerade dran stand, dass mein Internet zu schlecht ist. Ich probiere kurz was aus, rennt nicht weg. Ich starte mein Internet kurz neu. Vielleicht funktioniert das. Also bis gleich.